Elektro startet Fahne-Umfrage. Phänomenal bald als WM-Version? Mit seiner neuesten Single Phänomenal hat Pietro Lombardi, 25, jetzt bereits den Sommerhit 2018 herausgebracht. Der Song landete nur wenige Stunden nach seiner Veröffentlichung auf Platz 1 der Downloadcharts und im Radio wird der Track rauf und runter gespielt. Diesem Hype könnte der einstige DSDS-Sieger nun die Krone aufsetzen. Pi denkt ganz offen über eine WM-Version seines Hits nach. Auf Facebook wollte der ausgewiesene Fußballfan jetzt wissen, was seine Fans von der Idee halten. Habt ihr Bock auf eine WM-Edition von Phänomenal? Richtete sich der 25-Jährige an seine Follower. Und seine Bewunderer würden sich darüber wohl sehr freuen, zumindest folgten zahlreiche rasch der Aufforderung, ihm in diesem Fall ein Zeichen zu geben. Nach nur 2 Stunden hatten schon mehr als 1000 Menschen dem Musiker ein Like dagelassen. Ab wie vielen positiven Antworten der Sänger mit Tilda Orita Interpret das Projekt in Angriff nehmen würde, ist allerdings nicht bekannt. Und auch die Frage, was genau der Karlsruher an seinem Lied ändern würde und wie diese Variante dann klingen könnte, ist noch ungeklärt. Fakt ist, dass Phänomenal generell gerne performt und zwar auch auf bisher ungehörte Weise. Erst am vergangenen Wochenende präsentierte der Kapü-Freund eine A Cappella-Version für Piacus Max, 42, Sohn Emil Ocean. Der Sprössling des Radiomoderators genoss die kleine Vorstellung sichtlich.